Autohöhle ist Geschichte. Jetzt fahren wir zu einer Straußenfarm und gucken, ob sie da den Sand aufgeschenkt haben. Ja, und gucken, ob die Strauße den Kopf in den Sand oder ins Wasser gesteckt haben, je nachdem, was hier am meisten vorhanden ist. Und, ja. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der wunderschönen Insel Curaçao. Erwähnte ich schon, dass wir etwas Pech mit dem Wetter hatten? Ja, und auch wenn es nicht so aussieht, wir sind in der Karibik. So wie unser Tag auch anfing, so geht er auch weiter mit jeder Menge Regen. Zuerst waren wir in der Hato-Höhle, schön überdacht, dann auf dem Indian Trail. Ja, und jetzt besuchen wir eine Straußenfarm. Nur gut, dass unser Vehikel Allrad hat und über eine entsprechende Bodenfreiheit verfügt. Auch an vielen anderen Ausflugszielen hier auf Curaçao ist Corona-bedingt eher tote Hose und ja, auch das Wetter macht es nicht besser. Die circa 40-minütige Safari-Tour mit diesem ehemaligen amerikanischen Schulbus inklusive Wissenswertem über den Vogel Strauß und andere afrikanische Tiere
kostet 18 Dollar pro Person. Ja, und auch wenn hier gerade nicht wirklich viel los ist, zahlen wir dieses Geld doch sehr gerne, denn viele Branchen, so wie die Touristik, leiden enorm unter dieser Pandemie. Unser netter Führer hat uns natürlich auch einiges erzählt und auch was durch die ganze Corona-Pandemie hier so alles passiert ist. Wie zum Beispiel, dass sie die Straußenzucht einstellen mussten, weil einfach kein Geld für Futtermittel da ist. Da kriegt man echt schon ein schlechtes Gewissen, wenn man zu zweit in einem von diesen Ausflugsbussen hier sitzt und durch die Gegend kutschiert wird. Denn 2x18 Euro decken mit Sicherheit nicht die Betriebskosten. Thank you.
Trotz allem hat die Tour sehr viel Spaß gemacht. Ja, und das Füttern der Strauße war natürlich das Highlight und auch sehr witzig. Ja, und eigentlich wollten wir uns noch im Restaurant Sambesi ein leckeres Straußensteak gönnen. Ja, aber da die Straußenzucht im Moment eingestellt ist, gibt es auch nicht genug Schlachtvieh sozusagen. Und deshalb ist das Restaurant nur bedingt geöffnet. Ja, und auch wenn hier gerade nicht so der Bär steppt, ein lohnendes Ausflugsziel, wenn wir auch nicht so auf Tiere in Gefangenschaft stehen, also wie Affen hier oder die Boa Constrictor, das muss einfach nicht sein. Naja, aber auf jeden Fall hat die Straußenfarm eine Daseinsberechtigung und gerade für Familien mit Kindern ein schönes Ausflugsziel. Ja, und am Samstag geht es wie gewohnt auf Tauchstation im Karibischen Meer und nächsten Mittwoch, wenn ich es schaffe, gibt es auch das nächste Sightseeing-Video, dann unter anderem mit einem leckeren Schnäpschen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Olli.